Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 3, Kampf gegen Ardo, Bosskampf in Cloudy Park. Und Gooey kann mal ein bisschen helfen. Und genau, das hier ist Ardo. Meisten kennen diese Person wahrscheinlich eher unter dem Namen Adeline. Ah, und anscheinend kann sie Sachen zeichnen und die werden lebendig. Das ist das erste Mal, dass man sowas sieht, aber trotzdem, verdammt. Bam. Wir kämpfen anscheinend nicht gegen sie selbst, sondern eher gegen ihre Zeichnungen, oder? Und, Gooey lässt sich die ganze Zeit treffen. Gooey macht das nicht richtig. Ach, Gooey! Komm! Ihr seht es selber! Also, kein Wunder, dass ich Gooey nicht gerne benutze, oder? Ich glaube, es ist offensichtlich, warum. Bam! Der ist schon mal down. Aber das wird nicht der einzige sein. Es ist zwar nicht confirmed, dass sie Adeline ist, weil sie heißt hier Ardo. Was, glaube ich, auch nur eine Abkürzung ist für den längeren Namen, die ich gerade leider nicht weiß. Aber. Oh. Nice. Piu! Und. Piu! Oh, kommt aber nochmal rüber. Aber ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die gleiche Person ist. Weil ich frage mich, wer das sonst sein soll, ganz ehrlich. Oh! Oh Gott, oh Gott. Nein! Ah, das ist echt schwer auszuweichen. Aber wir hatten auch wenig Leben, plus wir mussten ja Gooey einmal kämpfen lassen. Und ja, Gooey ist vielleicht gar nicht mal so blöd im Multiplayer, aber im Singleplayer ist er komplett Schrott. Das ist so mein Hot Take hier zu Gooey. Aber wie auch immer. Piu! Oh, greift jetzt schon an. Manchmal greift er an und manchmal nicht. Da muss man immer drauf achten, was er macht. Okay, hab ihn. Geht das easy eigentlich? Wenn man weiß, was er macht, ist er easy. Nach dem Dino kommt der Kugelfisch. Mit seiner großen, fetten Lampe. Greif mal an hier. Ja, das ist der richtige Angriff. Bam! Okay, richtiger Angriff. Bam! Und jetzt drüber fliegen. Ja, der ist eigentlich auch nicht so schwer. Nur das hier auszuweichen ist ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil er das irgendwie mischt mit seinem normalen Angriff. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wow. Genau, den meine ich. Bam! Nein! Nicht getroffen! Oh Gott! Okay, aber jetzt habe ich mehr Ausweichfläche, theoretisch. Aua. Na komm. Na komm. Ich würde gerne so eine reinhauen, aber das geht leider nicht, wie ihr gesehen habt. Hat nicht geklappt. Na komm, schieß deine Sternchen wieder. Also du weißt, welche ich meine, oder? Genau die. Genau die meine ich. Oh, da wird sie richtig wütend. Sonne und Mond. Genau, Adeline wird in einem anderen Kirby spielen. Es war Kirby 64 noch sehr wichtig. Aber hier ist sie nur so ein kleiner Zwischenboss. Und die Bosse hier, Sonne und Mond, den kennen wir doch eigentlich. Aus Kirby's Dream Land 2. Vielleicht sogar aus Kirby's Adventure. Ich weiß gerade nicht, ob die da waren. Das kann sein. Schon ein bisschen länger her mit dem Let's Play tatsächlich. Bam! Ich glaube, wir müssen nur einen besiegen, maybe? Maybe. Aber die teilen sich aber gut auf. Was zum Teufel? Okay. Nein. Der fliegt so komisch jetzt. Muss auf mich zustürzen. Bam. Okay, der ist schwer zu treffen. Nein. Ich traue mich halt nicht. Weil ich nicht weiß, ob sie noch einen Boss zeichnet oder nicht. Ah, verdammt. Bam! Er lebt noch! Nein! Okay. Jetzt! Haben wir's? Nee, natürlich nicht. Cracko? Cracko! Und der macht wahrscheinlich genau das, was er sonst immer macht, oder? Oh, nicht ganz. Er macht ein bisschen was anderes. Was mache ich jetzt? Gegen ihn schießen. Ja? Ich schätze schon. Okay. Bam.
Okay, ist aber ein bisschen genervt als in anderen Spielen. Oh. Bam! Er lebt noch! Nein! Bitte nicht wieder alle vier auf einmal. Was zum... Okay. Nicht nochmal. Nein, nicht nochmal! Okay, er trifft mich aber in der Ecke nicht. Ja, will er es jetzt noch machen? Spann dich mal. Ist okay. Und was mache ich falsch, glaube ich? Vielleicht soll ich ihm näher kommen? Ja, ich soll ihm näher kommen. Nein! Nein! Oh, jetzt jagt mich die Sonne. Weil ich den Mond vorher gekillt habe. Interessant. Aber die Sonne finde ich... Aua. Finde ich einfacher auszuweichen, weil sie generell langsamer ist, habe ich das Gefühl. Oder bin das nur ich? Okay. Ich habe ein bisschen mehr Leben, leider nicht viel mehr. Oh Gott. Aber vor Krakow habe ich schon ein bisschen Angst, weil Krakow ist schon mächtig. Und noch vor allem mächtig stark. Was macht er? Was macht er? Das finde ich cool, dass du das machst. Mach ich mich ba... Dann habe ich gesagt, mache ich nämlich BAM. Okay, du kannst ruhig deinen Blitz machen dort. Aber sonst nichts. Oh. Ich möchte in seiner Nähe bleiben, damit er auch angreift und nicht wieder seinen komischen Blitzdash da macht. Ein Leben hat er noch, glaube ich. Ich kann den Angriff nicht ausweichen. Jetzt! Er lebt noch! Nein, ach, da unten sehe ich sogar seine Leiste. Oh, er taggt sehr viele Hits. Ich glaube, er ist so der eigentliche Boss hier. Aber er wurde gezeichnet, also er ist nicht der echte. Wispy zum Beispiel war ja der echte, nur war der böse und konnte sich nicht bewegen. Aber hier, dieser Krakow ist gezeichnet. Also somit denke ich mal nicht echt, genauso wie Sonne und Mond. Aber da komme ich schon sonst grübeln, ob Adeline vielleicht ein bisschen mehr weiß, über was Kirby hier schon sein Abenteuer gemacht hat. Weil woher weiß sie denn bitte über Krakow Bescheid oder über Sonnen- und Mondkampf? Ich weiß es nicht, ist nur so eine kleine Theorie. Etwas zum Nachdenken. Something to chew on, sag ich mal. Und ich möchte jetzt nicht sterben. Nee, das kann ich leider nicht aufsammeln. Aber ich verstehe nicht, warum, wenn er einen Blitz macht, warum da keine Sterne rauskommen. Dich dann aufsaugen kann, so links und rechts neben dem Blitz. Das müsste in einem Kirby-Spiel normalerweise so sein, dass da so ein Impact kommt und dann kann man so den Stern aufsammeln. Aber hier ist es nicht so. Aber er braucht nur noch einen Hit. Noch einen Hit. Verdammt! Schmeiß mal einer deine Wolken runter. Genau. Das, ich hab... Okay. Ich hab eigentlich richtig gedrückt, aber das Spiel meinte, nee, nee, das ist nicht so. Okay, es ist vorbei. Es ist vorbei! Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist nicht dein Ernst. Okay. Finally. Oh, und jetzt Adeline selber. Okay, sie konnte nichts, aber hat mir leider sehr viel Damage gemacht. Wie auch immer, wir haben das Böse aus Cloudy Park beseitigt. Und somit... Das Böse beseitigt und somit... Das Böse beseitigt und somit... Keine Ahnung, aber es wird sicher später noch erklärt, wofür wir das überhaupt alles tun. Denn das ist ja gut zu wissen. Warum wir überhaupt die Welt retten hier? Also ja klar, Dunkelheit ist auf ganzen Planet gestreut worden hier auf jeder einzelnen Länder. Jetzt können wir auch im Kreis bouncen. Boing, boing. Aber mehr wissen wir noch nicht genau. Also wir wissen keine Einzelheiten. Und eventuell gibt es auch noch eine sechste Welt. Weil schaut mal, in der Mitte ist auch noch so dunkel. Oder was meint ihr? Na, auf jeden Fall rauf nach Level 5. Iceberg. Oh. Was war das gerade für ein Hut?
Auf einmal lebt er! Boah, seht ihr die? Seht ihr das Schloss da drüben? Das sieht irgendwie aus wie König DDD, oder was meint ihr aber? Okay. Wieder mal eine Blume als Bild. Und hier sind wir in einer Schneewelt. Vielleicht ist das ja wirklich die letzte Welt. Wer weiß. Aber ich weiß nur, dass ich jetzt jeden Moment Game Over gehen werde. Oder das heißt Game Over, zumindest down gehe. Da gehe ich down. Ja, da ist die Challenge. Werde ich es mit 5 Continues noch schaffen? Werde ich noch weitere Continues finden? Oder muss ich damit leben? Ich dash mich ein bisschen durch. Weil das ist meine Ability wieder weg. Brav, einmal, let's go. 3 Abilities. Aber leider stackt das nicht. Es ist einfach nur noch das gleiche. Was soll's? Ah, okay. So geht das nicht. Manchmal funktioniert der Angriff, aber nicht immer. Not immer. Ganz den kleinen bösen Guis können wir hier zerstören. Und wo führt uns das hier hin? Klettern wir jetzt einfach. Aua. Einen Eisberg hinauf? Das könnte sein. Dann gib mir mal eine andere Ability hier. Feuer zum Beispiel. Ich nehme zu oft Feuer, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Boah, Stampfattacke macht er hier auf mir. Das will ich aber nicht. Und. Mit Feuer können wir zumindest sehr gut durchdashen. Aber wir müssen noch aufpassen. Und ich muss die ganze Zeit spammen, um hier hochzufliegen. Spibber kann nicht gedrückt halten. Ich drücke, aber ich muss spammen hier in diesem Spiel. In späteren Spielen ist es nicht so. Ich weiß auch nicht, ab welchem Spiel das nicht mehr so war, aber in irgendeinem Spiel haben sie das umgeändert, dass man nicht mehr spammen muss. Und ich freue mich darauf. Aua. Oh, hier ist noch ein klein bisschen Getränk zum Heilen. Gluck, gluck. Besser als nichts. Badabam. Was finden wir hier? Er ist eingefroren. Tauen wir ihn doch mal auf. Aber am besten nur einmal, wenn man nochmal drüber geht, wird das wahrscheinlich nicht mehr so gut aussehen. Genau, also einmal auftauen und weiter geht's. Richtig? Hier ist noch ein Room, warte. Aber erstmal noch den, okay. Diese fliegenden Mumien, die nerven. Aber ich kann sie auch wegpusten. Das ist lustig. Oh. Oh. Was sind eure Feuer-Abilities? Bei dir weiß, wissen wir es ja. Du hustest ein bisschen Feuer. Und bei dir? Ja. Ja, ja komm, nimm wir dich. Warum nicht? Ich hoffe, du bist gut genug gegen die ganzen Gegner hier. Einmal drüber springen. Ability, irgendwas. Ich habe irgendwas gehört gerade. Irgendein Sound. Nice. Hat funktioniert. Aber knapp. Aber wir haben es geschafft. Das war richtig. Habt ihr alle gehört. Aber komm, das war auch einfach herauszufinden, finde ich. Das sieht schön aus hier. Oh, wie das alles leuchtet. Aber wie wäre es, wenn wir mal eine Ice-Ability mit unserem Vogel hier nehmen? Ja, dann können wir ein bisschen mühlen. Und das ist auch ganz lustig. Hattet ihr eigentlich früher so eine Kaffeemühle? Oder vielleicht hatten ja eure Großeltern Kaffeemühlen oder so. Die Finger sind lustig. Ah, aua. Leider sterbe ich jetzt. Was nicht so lustig ist, muss ich sagen. Für die, die es nicht wussten, ist nicht so lustig. Bam. Ich muss auch ehrlich sagen, dieser Einfrier-Effekt, einfach so ein Kristall eingesperrt, erinnert mich sehr an, Zelda. Und weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das erinnert mich auf jeden Fall an Zelda. Auch ein SNES-Teil von Zelda. Link to the Past. Da gab es die auch alle eingefroren, die ganzen Wächter. Was auch immer. Was auch immer. Ich schweife ein bisschen ab. Wir sind hier Kirby. Ich würde mich gerne aufwärmen. Gibt es Kaffee? Ja, okay, ich bin niemand, der wirklich Kaffee trinkt, um aufzuwärmen, aber ich weiß, dass das sehr viele tun. Das habe ich jetzt gerade gesagt. Und das sieht eher aus, als würden gerade so Wolken den Berg runterpurzeln statt Schnee. Oh, ich habe den getroffen. Aber die treffe ich nicht, oder? Die Fledermäuse. Nein, 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 nein! Ich hab nein gesagt. Gemein.
Dann müssen wir jetzt so versuchen hochzukommen. Dass mich die Fledermaus nicht getroffen hat, wundert mich. Immer was im Mund haben, dann kann man sich immer wehren. Keine Ahnung, was Sinn gemacht hat, aber ja, genau. Und dieses Level ist zu Ende. Nur muss ich aufpassen, dass ich wieder getroffen werde. Okay. Hallöchen. Dankeschön, das nehme ich danke dann. Und gehe wieder. Ich gehe nämlich jetzt wieder nach Hause und werde leider keinen Snack haben. Schade. Vielleicht kriegen wir noch einen One-Up, wer weiß. Kann ich gut gebrauchen, yep. Oh, schau mal, was wir da haben, ein Metroid. Vielleicht finden wir ja wirklich Metroids. Ich meine, das Spiel ist auch sehr dafür bekannt, dass man hier viele Crossovers hat für die Quest. Wir haben ja einmal Rob schon mit dem Professor. Und hier gibt es anscheinend wieder einen Metroid. Ich habe selber nie wirklich mich in die Metroid-Serie reinfuchsen können. Aber ich weiß, dass die Serie sehr viele Fans hat und sehr beliebt ist. Und allgemein das Genre Metroidvania finde ich ja auch eigentlich ganz cool. Und was zum Teufel geht ab? Schwinde! Oh Gott. Weg hier! Das ist aber ein Scrolling-Level, das heißt, wir können uns nicht schneller bewegen, als der Bildschirm es erlaubt. Deshalb weiß ich nicht, warum da links so eine Wand ist, die uns nicht mehr zurücklässt. Wenn wir sowieso nicht rennen können. Oder? Kommt hier mal eine Tür oder so? Hallo? Ich muss drüber. Aua. Nein! Wo bin ich? Nein! Ah! Ice Ability, cool, schön. Schau auf, kannst du später machen, Kirby. Da rein? Ja, ja, ja. Oh, auf einmal sind wir in einem schönen, warmen, kuscheligen, bisschen zu warmen, aua, ja, Berg. Wo wir die Ice Ability bekommen. Und uns mal einen Partner aussuchen können für dieses Gebiet. Ja, dich hatten wir ja gerade. Und dich hatten wir noch nicht. Ach genau, der macht das. Das finde ich immer lustig. Das ist cool. Das nehmen wir. Because I like this. Ich glaube, meine Lieblings-Ability ist ja wahrscheinlich die Feuer-Ability. Nicht nur macht sie mit den Partnern sehr guten Damage, sondern selbst ohne Partner kann man damit gut vorankommen. Und das ist eine Magic-Ability. Und hier ist ein Metroid. Was machen wir denn hier? Das Gehirn wegsaugen lassen oder was? Ich weiß es nicht, was machen wir hier? Können wir die irgendwie zum Platzen bringen? Oh verdammt, das war nicht gut. Aber warte mal, kann ich den vielleicht einsaugen? Nee? Da ist meine Ability weg, aber okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen mache. Die saugen mir auf jeden Fall das Gehirn weg. Oder so. Weiß nicht, was sie in den Metroid-Spielen machen. Ich glaube, die machen einfach nur Damage. Ich glaube, da ist keine Lore mit verbunden, oder? In den Spielen. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, soll mich von allen hier ansaugen lassen. Das ist meine Vermutung. Vielleicht kann ich die irgendwie zum Platzen bringen? Mann, wenn ich jetzt Metroid gespielt hätte, dann wüsste ich wahrscheinlich sofort, was zu tun wäre. Naja, was soll's? Verschwinde! Nein! Nicht so nett. Okay, die Fledermaus ist ein bisschen nervig. Bisschen viel sogar. Lass mich bitte in Ruhe. Hier ist wahrscheinlich wieder so ein... Oh, hier sind drei. Können mich alle mal ansaugen. Genau, so, habt Spaß. Ich weiß wirklich nicht, was man hier tun soll. Ich habe immer noch die Idee, dass man hier wahrscheinlich irgendwie so eine Peaks-Ability haben soll. Und dann macht man plopp. Und die sehen aus wie Ballons. So Blasen. Blub. Und dann ist die Blase kaputt. Die Blase muss platzen. So eine Sache. Das wäre meine Idee, aber vielleicht muss ich mich wirklich einfach nur ansaugen lassen und es mehr auch nicht. Verschwinde! Ich muss da durch. Der versucht mich da abzuschießen. Ah, ich hätte einfach durchgehen sollen. Einfach durchgehen sollen. Na, nee. Was geht hier ab? Hier spawnen Gegner. Ah, das war eine Falle! Aber man kann schnell durch, wenn man schnell durchrusht. Dann kommt man da durch. Nice, wir sind Full Heal. Das sehe ich gern. Ne. Wir waren mal Full Heal. Das ist das Einzige, was zählt. Wir waren mal. Und
Und es ist eigentlich aufgefallen, dass jede Kirby Dream Land 3 Folge entweder knapp unter 20 Minuten oder halt irgendwie so um die 24 Minuten lang ist. Das kann ich leider nicht wirklich ändern, weil die Level einfach so aufgebaut sind, dass sie entweder lang oder kurz sind und dann ist halt einfach so. Ich hoffe aber, das stört niemanden, dass die Folgen unterschiedlich lang sind, mehr oder weniger. Und wir sind durch! Und Samus ist nicht begeistert von uns. Aber hier sehen wir Samus. Na, schaue ich mal nach, was hier zu tun ist für diese Mission. Nice, das können wir gut gebrauchen, das One-Up. Wunderbar. Platzen war keine schlechte Idee, aber was man eigentlich tun soll, ist sich, egal was für einen Buddy nehmen, es geht nur darum, dass man die Ice-Ability hat. Muss ich jetzt irgendwie runterkommen, ohne dies zu verlieren? Okay. Denn man soll die nicht platzen lassen, sondern einfrieren. Wenn ich es schaffen sollte. Haben wir das eigentlich schon mal gesehen? Wie Kirby da so rumfliegt? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen, weil ich das lustig finde. Und ja, jetzt friere ich nochmal alle ein. Und kill die so. Und dann sehen wir, was passiert. Ist nicht wirklich schwer. Einfach nur einfrieren. Zack. So, und jetzt zeigt uns Samus sich sogar. Und wir kriegen die Belohnung, die wir verdienen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und man sieht sich aber beim nächsten Mal. Hier in Kirby's Dream Land 3.